Was? Der Pat geht heute zu Gelatas. Aha, sind das klasse. Gelatos. Ah, nicht. Das sind wirklich die Gelatas. Okay. Hallo und herzlich willkommen bei der Tiersendung vom Zambo Bip. Herzlich willkommen. Du siehst es, wir sind heute bei den Geladas, bei den Blutbrust-Pavianen, die jetzt nachher gerade von mir gefüttert werden. Und das gibt, glaube ich, richtig Action hier. Wenn ihr im Affenberg bis dahin, schauen wir noch schnell den Steckbrief von den Geladas an. Bis gleich. Geladas sind sehr selten. Sie leben nur an einem kleinen Ort auf der Welt, auf der Gebirgswiese in Äthiopien, in Afrika. Geladas können zwar super klettern, sind aber am allerliebsten doch am Boden. Und sie sind vom Aussterben bedroht. So, und jetzt gibt es die versprochene Action. Bei mir ist der Tierpfleger Philipp. Hoi Philipp. Ciao, Pat. Merci, können wir hier sein bei den Geladas. Der hat schon Lust, he? Ja, sie warten. Sie ist etwas, was sie am liebsten haben. Sie ehren. Und er wartet darauf, bis du ein bisschen Erbarmen hast und etwas gibst. Ja, also, fangen wir mit dir an. Hey, gute. Du kannst auch werfen. Ja. Du wirst sehen, es nehmen sie nicht alle aus der Hand. Manche Schücher. Manche sind Schücher. Hat auch damit zu tun, von der Hierarchie her, dass es eben eigentlich. Wenn sie zuerst etwas nehmen, halt, dann je nachdem vom Chef eins auf den Deckel kriegen. Mal schauen, was dann passiert. Ja, so weit komme ich gar nicht aus. Und das ist das Interessante, die fressen eigentlich wirklich nur, also in der Wildnis fressen sie ja Gras. Genau. Und sie bei euch jetzt auch wirklich Vegetarier. Man sagt ihnen ja Kühe von den Affen. Genau, also sie sind wirklich sehr erpicht drauf, um Samen und Gräser und Wurzeln fressen. Dort hey. In Äthiopien, im Hochland, auf diesen Plateaus, siehst du es gut, wie sie die ganze Zeit dort am Zöpfeln sind. Und machen. Ja, ich mein, ja, es sind ein bisschen freche Kügel, aber sie haben es nur das Futter ab. Das ist so schön. Ich meine, das ist jetzt ein Männchen hier. Es sieht so flauschig aus, mit so viel wuscheligen Haaren und einem Backenbart am Grossen. Mhm. Da hätte ich, glaube ich, lange, wie sie so einen Backenbart hat. Und du siehst einfach den wahnsinnig gut, auch jetzt bei den Affen, wenn es beobachtest, wie fingerfertig sie sind, wie sie mit ihren Fingern würde die Ähren auseinandernehmen und das zerstückeln und machen und tun. Und das machen sie so auch den ganzen Tag auf diesen Plateaus, auf einer Wiese. Und sind dort ein Säumchen am Zupfen und Gräschen am Abbrechen und alles. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Na, du hast eh schon genug gehabt. Ha, da hinten. Geladas sind also das. Sie fressen viel Heu und Gras und das macht ihnen Spass. So, fertig geriemet. Philipp, jetzt haben wir dann gleich alles verfüttert. Und was mir so auffallen ist, die machen manchmal so ganz unterschiedliche Geräusche. Es klingt auch für meine Ohren immer wieder ein bisschen anders. Ja, sie haben eine rechte Palette. Das heisst, du siehst gut, es gibt so Wohlfühlgeräusche, die sie untereinander haben. Das ist so ein Grummeln, so ein Gähnen. Und es hat natürlich auch Geräusche, wenn die Post abgeht. Das hat natürlich auch ein bisschen zum Eindruck geschinden, oder? Aber hauptsächlich kommunizieren können sie, das ist so schreien. Aha, kommunizieren können sie aber viel mit der Mimik. Du siehst es gut, wenn du mal beobachtest. Also im Gesicht? Genau, im Gesicht. Zähne zeigen, Augenlider lupfen, Oberlippen aufklappen. Oder so ein Schnattern mit der Lippe, wo es schlichten ist. Also du siehst, sie können viel mehr mit der Mimik miteinander kommunizieren, wie akustisch. Akustisch ist halt einfach natürlich logisch, oder? Wenn du gejagt wirst, dann schreist du mal als Kleinen und ja. Da, Herkules. Für dich noch. Bitte schön, gern geschehen. Mega cool, die Geladas. Bei Pat oder dir geht es heute allerdings um ein anderes Tier, und zwar ums Chamäleon. Dort probiere ich einmal so zu fressen wie ein Chamäleon. Um ihr Fressen schnappen, braucht das Chamäleon die Zunge. Die schnellt vor und weil die Zunge ein Muskel ist, packt die Zunge die Beute und zieht sie zurück ins Maul. Sieht noch einfach aus.
Oh, okay, das ist noch schwierig. Hey, nein! Das geht nicht! Das hätte ich nicht gedacht, aber das geht nicht! Jö, ist das herzig, das Junge. Und ein bisschen scheuch. Philipp, jetzt haben wir hier ein Jungs mit der Mami. Wie ist das eigentlich so, der Familienzusammenhalt? Schauen alle so ein bisschen zu den Jungen? Weniger. Das heisst, es ist schon so, dass die Mutter des Jungen natürlich intensiv auf die Jungen schaut. Es bleibt auch immer bei der Mutter. Und für Tag kriegt sie mehr Spielraum. Also das heisst, es wird dann auch von anderen Weiblen werden sie auch geroomt und putzt und gemacht und da. Ja. Aber es ist schon so, dass eigentlich das Jungtier zu der Mutter die stärkste Bindung hat. Und sie werden auch gut beschützt. Und wenn die Jungtiere mal so Hilfeschreie loslassen, dann merken auch wir, wie alle anfangen, was ist los, was ist los. Aber sie werden schon sehr gut umsorgt von der Gruppe, von der Familie. Philipp, wir haben 34 Geladas hier. Da gibt es auch verschiedene Gruppen im Jahr, oder? Ja, es hat vier Gruppen. Und jede Gruppe hat einen Anführer, einen Chef. Und das sind meistens ein bisschen größere Männchen, wie jetzt er hier einen ist, ja. Der Herkules. Und der schaut, dass er für Recht und Ordnung in der Gruppe. Gibt es auch Streit unter den Gruppen? Ja, es gibt auch Reibereien zwischen den Männchen vor allem, auch zwischen den Weibchen. Und dann geht es richtig Post ab, wenn die sich da über die Anlage hineinjagen. Ist dann aber alles relativ geschwind wieder erledigt und gemacht. Aber es ist schon tagtäglich eigentlich Tagesgeschäft, dass da einander ein bisschen gefuchst wird und ja, dass man da am anderen ein bisschen zeigen will, wer der Chef ist. Merci vielmals, Philipp. Haben wir mitkommen? Ehrlich gesagt. Merci vielmals dir fürs Zuhören. Es also wirklich cool, dass wir das machen durften, so nach zu den Geladas kommen. Du bist wirklich gut noch mit dabei hier bei Pat Guy. Nächste Folge gibt es natürlich wieder am Sonntag jeweils auf srfzammer.ch. Bis dahin, einfach wieder mal unser Internet checken. Bis bald, ciao. Irgendwie sind mir die Geladas nicht ganz kühl. Ja. Und bekomme ich gerade hier den Hut. Ich finde mich viel schöner. Pat, wenn du mal eine schöne Sendung watch, dann bin ich hier.